Panoptikum ist ein Prinzip von Gefängnis, ja, was eigentlich stattfindet in einem kreisrunden Raum. In einem kreisrunden Raum sind Zellen angerichtet, in denen die Gefangenen sich nicht gegenseitig sehen können. In der Mitte dieses Raums ist ein Turm. In dem Turm, von dem Turm aus wird überwacht, heißt es. Die Gefangenen können aber nicht sehen, ob gerade im Turm überwacht wird, denn es wird nicht die ganze Zeit überwacht. Aber es ist die Möglichkeit, dass jemand in dem Turm drin ist und sie überwacht die ganze Zeit. Niemand weiß natürlich, ob gerade überwacht wird oder was andere gerade machen. Nun ist natürlich die Frage, wo findet in diesem System die Überwachung statt? Die Überwachung findet nicht in dem Turm statt, sondern in den Köpfen der Zelleninsassen, weil sie sitzen darin und sie rechnen mit der ständigen Möglichkeit, überwacht zu werden und verhalten sich dementsprechend so, als würden sie gerade überwacht, obwohl sie nicht überwacht werden. Genau den gleichen Effekt haben Kameras in den Straßen. Das ist genau der gleiche Effekt. Man könnte ja jederzeit überwacht werden, auch wenn man es nicht tut. Eigentlich könnte man auch Kameraattrappen dahin machen. Das würde genau den gleichen Effekt haben. Es geht darum, dass sich Menschen anders verhalten, wenn Kameras auf sie gerichtet sind und dass man kann sie damit disziplinieren. Ja. Und natürlich werden sie dann keine falschen Dinge begehen. Es ist eigentlich alles kein Problem, solange wir in der offenen Gesellschaft leben, in der wir bis jetzt leben, und solange unsere Rechte gesichert sind. Aber wir wissen ja nicht, wie lange das geht. Wir sehen ja, dass es doch ein paar Symptome gibt, die darauf hinweisen, dass unsere Gesellschaft vielleicht nicht immer so frei ist. Und wenn wir dann natürlich alle abgespeichert sind und jeder weiß, was wir machen und man jede Person mit einer Kamera zu jeder Zeit finden kann, dann ist es vielleicht doch problematisch. Man denke an diese wunderbaren Utopienfilme, in denen Leute überwacht werden und sich nirgendwo verstecken können. Ja.